Hier ist die Laubbläse heute Morgen. Und jetzt steht hier irgendein anderer Penner vor der Tür. Ich kann nichts sehen. Aber es macht Lärm. Windig, teilweise bewölkt. Schauer soll es heute geben. Leanne war gestern fleißig, die hat einiges an Pflanzen gesät. In alte Flaschen und Kübel. Ja, das war ein Terror heute Morgen, ey. Unglaublich. Hier kann man einfach nicht auspennen. Und einpennen auch nicht wegen dem Nachbarn. Oh. Ja, bis 18 Grad soll es heute werden. Mal gucken, was ich heute mache. Wir sollen ja, sind ja alle angehalten, drinnen zu bleiben. Hier erscheint nicht viel Autos und nix. Mal gucken. Ich war auch gestern den ganzen Tag unterwegs. Hab mir einen kleinen Sonnenbrand geholt. Ja, großartig weggehe ich heute nicht. Wahrscheinlich Videos zusammenschneiden. Da bin ich 4 Tage hinten. Das sind ein paar längere. Kuchen wollte ich den heute machen. Ich muss auf jeden Fall die Orangen auspressen. Das habe ich gestern nicht mehr gemacht. Ich war immer noch am Relaxen im Bett. Draußen das Wetter wunderschön. Kaum zu glauben, dass es heute irgendwie regnen soll. Aber soll's. Naja, auf jeden Fall habe ich 4 Anrufe vom Ryan verpasst. Ich kann heute arbeiten irgendwie. Ich muss irgendeinen Schlüssel abholen, der für mich gemacht wird. Da muss ich irgendjemanden abholen und dann irgendwo hinfahren und dann irgendwas erledigen. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall hat er mich gefragt, ob ich Zeit habe. Und ich habe ja Zeit. Ich hänge ja nur rum. Die Leanne ist fleißig hier auf dem Balkon mit ihrem neuen Garten, den sie da kreiert hat. Farming. Ja, sie nennt das Farming. Ja, hier sieht das auch immer noch sonnig aus, aber schon ein bisschen mehr nach Bewölkung. Also ich kann mir vorstellen, dass es heute schon ein bisschen regnet. Und ja, ich bin gespannt, was es heute wird. Der Aaron meinte auch, alle versuchen jetzt noch ein bisschen das zu arbeiten. Oh, weil niemand weiß, wie lange das noch möglich ist. Oder erlaubt, oder wie auch immer. Aber die nehmen das alle nicht allzu ernst mit dem Virus. Besonders der Ryan. Das besorgt mich noch ein bisschen. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht heute. Auf jeden Fall habe ich dann was zu tun, das wäre geil. So, der Ryan hat mich gerade nochmal angerufen. Heute kein Arbeiten mehr. Aber morgen früh. Mal sehen, ob das was wird. Also der Plan ist in die Fruit, ja, also in so ein eine Fruchtfarm zu fahren. Da sind 25 Bäume umgeknickt. Die müssen unten abgesägt werden und dann mit dem Four-Wheeler, also so einem kleinen Jeep, wie auch immer, aber so ein Arbeitsjeep, wird das dann mit einer Kette befestigt und dann wird das raus aus dem Ort dort gezogen. Und dann klein gehackt und dann als Feuerholz verkauft oder sonst wie auch immer. Aber das ist 25 sind darüber runtergekommen, die müssen morgen aus dem Ortschatz raus. Das ist der Plan. Also ob es dazu kommt, man weiß es nicht. Aber das ist zumindest der Plan morgen. Früh, heute nichts mehr. Noch hat es nicht geregnet, ich habe gerade mal auf dem Radar geguckt. Wir sind umkreist von heftigen Schauern, aber noch ist nichts runtergekommen. So, die Orangen muss ich auf jeden Fall noch pressen, das ist der einzige Plan, den ich noch habe, um Videos zusammenschneiden, das war's. Nachbar super laut. Deinen Kollegen. Ich hoffe, der wird krank, ey. Boah, ist das nervig. Naja. Ja, mit von Facebook. So, auf Facebook hat die Lilian was Witziges gesehen. Und zwar kann man mit einer etwas größeren oder sagen wir mal normal großen Unterhose, Herrenunterhose, sich einen Schutz, einen Kopfschutz herstellen. Und dann ist man vollkommen geschützt. Und die Lilian zeigt euch mal jetzt, wie das aussieht. Okay, hier. Okay, can you come over here because there's this light in the bag? Ja, ist nicht perfekt geworden. Normalerweise machst du es halt vor dem Spiegel und das ist halt, ja, man macht halt, man sieht halt ein bisschen aus wie ein Moslem. Aber funktioniert. Aber es funktioniert. Man braucht halt nur eine Männerunterhose und dann kann man sich seinen eigenen Maske-Schutz wie auch immer herstellen.
witzig fand ich das. No phone anymore for the rest of the day. Okay, jetzt hätte ich Zeit. Die Orangen zu pressen. Dafür brauche ich wie immer eine Stunde. Alles ist fertig. Auf geht's. So. Fortschritte werden gemacht. Ich habe diesmal leider nur so eine Kanne. Das Ding, das gibt irgendwie langsam nach. Viel Fruchtfleisch kommt nicht dabei rum, weil es alles voller Kerne ist. Also es ist auf jeden Fall eine andere Marke. Beziehungsweise, ja, Orangenart. Voller Kerne. Ja, so viel Fruchtfleisch für die Lien kommt dabei diesmal nicht rum. Ich bin mal gespannt, wie der geschmeckt. Probiert habe ich es noch nicht, aber der wird auf jeden Fall auch anders schmecken. Dunkelorange. Nicht so süß, glaube ich. Anders halt. Mal sehen. Draußen regnet es mittlerweile in Strömen, während ich hier die größte Sauerei veranstalte. Mal wieder. Und hier sieht man, wie viele Kerne da drin sind. Das war normalerweise genau das, was die Leanne gegessen hat immer. Aber keine Chance. Nicht so. Ja, das. Nicht so. Ja, das war normalerweise voll. Jetzt schon. Zwei Drittel habe ich schon ausgepresst. Ich weiß nicht, ob das eine Gallone wird diesmal. Mal sehen. Ich glaube nicht. Leanne zeigt ihren Beitrag dazu bei. Cleaning it up. Sauber machen. So, ja, es ist tatsächlich wieder schön was bei rumgekommen. Eine komplette Gallone plus 300 Milliliter in diesem 400 Milliliter Kaffeepot. Oder 800 Milliliter? Ist egal. Ja, das war ganz schöne Arbeit. Wir haben mittlerweile 20 nach 5 und jetzt kann ich endlich mal Videos zusammenschneiden, denn das muss ich schon machen, habe ich bisher noch nicht. Draußen immer noch Regen. Aber das macht nichts, denn raus gehen wir eh nicht. Die Lien muss noch irgendwas einkaufen, meinst du? Ich denke, nein. Ja, ich denke auch nicht. Essen ist auch irgendwann mal angesagt, denn hungrig werde ich langsam. Heute gibt es ja den Fisch von gestern. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Lien das macht. Der Nachbar hat Spaß nebenan. Orangensaft schmeckt anders, aber gut, definitiv. Ich schneide hier gerade Videos zusammen und die Lien hat Schokoladencookies gemacht. Die sind unten ganz schön braun geworden. Mhm. Aber die sind noch warm und schmecken. Das ist die Hauptsache. Mm. Oh. Dinner is ready. Cool. Um 9 Uhr. Kaltfisch. Kalten Fisch gibt's heute. Mit Rosenkohl und Reis. So, ich bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist ja zwischendurch komisch nach Fisch gerochen hier in der ganzen Bude, aber jetzt riecht es lecker. Barsch von gestern. So, Honey. Wie war der Fisch? Es war gut. Lecker. Sehr überzeugend. Ja, ja, so knackig. Ja, die Bier, dieses Coating. Die Panade sozusagen, die wurde nicht super knusprig, aber vom Geschmack her, also war das ein Fisch, war okay auf jeden Fall, war auf jeden Fall anders als alles an Fisch, was ich je zuvor in meinem Leben hatte. Kann natürlich auch die Panade gewesen sein. Die ist ja immer noch ein bisschen bierig und so weiter. Ich glaube, da ist ein bisschen was Frischeres oder irgendwas anderes vielleicht besser angesagt, denn Bier ist ja ein bisschen muffig, also nicht muffig, sondern ein bisschen, ja, bierig halt. Und das passt, glaube ich, nicht super gut zu Barsch. Aber ich werde das nächste Mal immer ausprobieren, wie der Aaron das macht. Und zwar einfach nur Seasoning und dann in ein Kleid von Mehl und dann mit wenig Öl frittieren. Mal sehen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall gut. Ich meine, ich hatte zwei Stücke voller Gräten. Wie viele Gräten hattest du? Keine. Natürlich keine.